Ja, heute unterzeichnet die Bildungsministerin den Bildungspakt für gute Schule 2030. Wir schreiben das Jahr 2021, aber wir gucken natürlich lieber in die Zukunft. Was könnte alles passieren? Was könnte alles geschehen, damit wir dann 2030 gute Schulen haben? Das ist der komplett falsche Weg. Wir brauchen jetzt gute Schulen. Wir brauchen jetzt guten Unterricht. Die Kinder brauchen weniger Ausfall, mehr Unterricht und die Lehrerinnen und Lehrer brauchen verbesserte Arbeitsbedingungen. Es ist wirklich ein Unding, dass die Ministerin in das Jahr 2030 guckt und nicht einmal das Jahr 2021, geschweige denn das folgende Schuljahr im Griff hat. Sie hat es auch nicht im Blick und das ist fatal. Es ist fatal für all das, was jetzt kommt. Kinder war nicht immer hier die Nummer eins bei allen Öffnungen während des Lockdowns. Kinder haben am meisten gelitten, ob es die ganz Kleinen waren oder ob es die Schülerinnen und Schüler waren. Und jetzt sind noch genug Schäden da. Es sind seelische Schäden, es sind soziale Schäden. Es geht nicht alleine um Unterricht, um die Wissensvermittlung, sondern es geht um das große Soziale, was an Schulen, was in Kindertagesstätten durch die Interaktion von Kindern mit Kindern passiert. Kinder brauchen Kinder und das hatten sie über viele Monate nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man im Jetzt anfängt, diese Defizite zu beheben, dass man jetzt guckt, was müssen wir machen. Aber das ist natürlich schwierig, das ist auch mit Geld verbunden. Und deswegen schweift die Bildungsministerin lieber ins Jahr 2030 ab, weil mit der Gegenwart kann sie nicht so viel anfangen. Aber das ist wichtig, das ist ganz genau das, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen jetzt veränderte Bedingungen. Und deshalb stellen wir im Landtag den Antrag, dass wir genau jetzt eine Bildungskonferenz brauchen mit allen Beteiligten, die sagt, wie beginnt das neue Schuljahr und wie werden die ganzen Defizite behoben.